180 Jahre durch guten Schlaf. Warum ich den Schlaf messe? Ich habe da ein Schlafdevice, das ist der sogenannte Oura Ring, mit dem ich ungefähr jetzt 5 Monate meinen Schlaf messe. Und ich habe ja auch verschiedene Videos zum Thema Schlafen schon gemacht. Aber 180 Jahre alt werden kannst du nur, wenn du qualitativ gut schläfst und von der Schlaflänge das ideal auf dich timest. Und deswegen brauche ich ein Messinstrument. Weil nur, was du messen kannst und was du dann im Endeffekt bewerten kannst durch die Ergebnisse, ist wichtig. Und das ist gekoppelt schön mit einer App. Und da steht drin, wie viel du geschlafen hast, von wann bis wann, wie deine Schlafphasen sind, das heißt, ob du genügend Tiefschlaf hattest, ob du genügend REM-Phase hattest, wann du aufgewacht bist, und gibt dir dann auch Empfehlungen, wann deine beste Zeit ist zum Einschlafen und ja, ob du ready für den Tag bist, ob du, sage ich mal, genügend Power hast. Und es misst verschiedene Dinge auch noch, die für mich einfach entscheidend waren, um zu sagen, ich möchte das jetzt wirklich einfach mal genau wissen und will einfach gucken, okay, was kann ich verändern und was kann ich verbessern? Weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass du genügend Qualität bei, sage ich mal, minimaler Länge hast. Das heißt, wenn du eigentlich, sage ich mal, nur 7 Stunden schlafen müsstest und du machst es 8, dann verlierst du jeden Tag 1 Stunde. Das heißt, wichtig ist, dass du genau weißt, was du zu tun hast und wie lange du schlafen musst. Also, der Oura Ring hat im Endeffekt hier innen drin solche Sensoren. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Und über diese Sensoren, man hat am Anfang die Möglichkeit, genau zu gucken, welche Größe, Ringgröße braucht man. Und das Schöne ist, dadurch, dass das so nah am Körper ist und nicht so stark verrutscht, hast du relativ wenig Ausfälle über die Nacht. Das heißt, es ist so nah am Körper, bei der Uhr, da rüttelt und schüttelt das Ganze. Und eine Uhr beim Schlafen nachts ist auch nicht so angenehm, in meinen Augen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wie kann man das, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, wie kann man das im Endeffekt so optimieren? Und deswegen habe ich mich für den Ring entschieden. Und wenn du dir mal die Frage stellst, 48 Stunden nichts essen, 48 Stunden keine Bewegung, das heißt kein Sport, 48 Stunden keine Stressübung wie Meditation oder 48 Stunden nichts essen oder nicht schlafen, besser gesagt, essen haben wir schon, 48 Stunden nicht schlafen. Was hat den größten Einfluss auf dich und was hat er den größten auf mich? Wenn du 48 Stunden nichts isst, das tut zwar weh, aber wenn du 48 Stunden nicht schläfst, das ist schon ein ganz anderer Impact. Also, der Oura Ring oder auch andere Schlafdevices sind extrem entscheidend dafür zu wissen, okay, was hat einen Einfluss auf dein Schlafverhalten? Ob es Essen ist, wann du zu Bett gehst oder, sage ich mal, auch was dir gut tut. Und es gibt 4 Schlaftypen. 4 Schlaftypen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Meine Frau und ich sind komplett unterschiedlich. Ich muss sehr früh ins Bett gehen und habe dafür aber schon relativ früh ausgeschlafen. Meine Frau kann um 12, 1 ins Bett gehen, braucht aber ein bisschen nach hinten raus. Und es gibt noch verschiedene andere Kleinigkeiten, die das beeinflussen. Und da gibt es immer die Macht des Wann du das Ganze machst. Wann isst du? Wann gehst du schlafen? Wann nimmst du die Sachen ein? Die große Macht des Wanns ist eigentlich das Allerwichtigste. Und wann ist es für dich gut? Und da hilft dir auch in gewisser Weise die App. Nächsten Sonntag habe ich ein ganz spezielles Thema. Das ist hochdosiertes Jod. Hochdosiertes Jod, hat das einen Einfluss auf länger Leben? Und warum könnte hochdosiertes Jod hier ein Thema sein, auch für dich? Das nächsten Sonntag im Video hochdosiertes Jod.